Moin Freunde und ein Willkommen zu diesem Regelvideo einer neuen Challenge. Es geht ab in die zweite Spielegeneration mit Pokémon Crystal Clear. Vielleicht hast du schon einmal etwas davon mitgehört, vielleicht aber noch gar nicht. Ich habe erst vor kurzem etwas davon mitgehört, habe es auch schon mal grob mal mit angespielt, auf das ich dann im ersten Part noch etwas genauer mit eingehen werde. Und ich dachte mir, da machen wir mal eine Challenge daraus. Die allgemeinen Regeln bei einer jeweiligen Pokémon-Challenge lauten auch hier wie folgt. Diese Challenge beginnt mit dem Erhalt von Pokébällen. Der erste Encounter auf einer neuen Route repräsentiert hier unseren Routen-Encounter. Dieser ist allerdings mit verkackt, wenn wir hier fliehen. Und dies wiederum kann man einteilen unter Brüller, Wirbelwind, wenn wir eigenständig fliehen, wenn wir besiegt werden oder wenn das gegnerische Pokémon besiegt worden ist oder wenn keine Bälle mehr zur Verfügung stehen. Genau dann in einem dieser Fälle ist dann diesjährige Route für uns nicht mehr betretbar. Shinies wiederum dürft immer mit gefangen werden und sind von der obigen Regel mit ausgenommen. Genauso, geschenkte Pokémon dürfen immer mit behalten werden, egal wann, egal wo und egal auch welches. Besiegte Pokémon gelten hier als verstorben und werden auf die Box mit abgelegt. Der Einsatz von Heil-Items ist auch hier ebenfalls limitiert. In normalen Kämpfen dürfen hier keine Heil-Items eingesetzt werden. Das bezieht sich aber hier nur auf die sogenannten künstlichen Heil-Items. Das heißt, Beeren, die man hiermit ausrüstet, zählen nicht mehr dazu. Bei Bossen wiederum ist es dann dementsprechend hiermit anders. Seien das Arenaleiter, Vorstände, Top 4, Champ, so dürfen wir hier maximal 3 Heil-Items mit einsetzen. Setzt der Gegner jeweils ein weiteres Heil-Item mit ein, darf dann auch von unserer Seite ebenfalls ein weiteres Heil-Item mit eingesetzt werden. Eine Dupes und Species Clause besagt hier folgendes: Bereits gefangene Pokémon müssen nicht erneut gefangen werden. Das gilt auch für die entsprechende Evolutionsreihe. Ausgenommen sind davon spezielle Evolutionsreihen, zum Beispiel ein Nidoran männlich, was sich über ein Nidorino zu einem Nidoking mit weiterentwickeln kann, hat hier nichts Gleichbedeutendes wie zum Beispiel mit einem Nidoran weiblich, was über ein Nidorina zu einem Nidoqueen mit werden kann. Da solche Evolutionen für uns allerdings sehr selten mit vorhanden sind, soll es aber dennoch mal mit gezeigt sein. Das jeweilige Level Cap ist aber auch hier ganz besonders, denn in der jeweiligen Beschreibung steht, dass die jeweiligen Arenaleiter und auch die normalen Trainer anhand deiner jeweiligen Anzahl an Orden hier eigenständig mit skalieren. Das, was man so gesehen auch in der 9. Spielegeneration durchaus mit erwartet hätte, hier wiederum wurde das mit umgesetzt. Bedeutet, es gibt hier so gesehen kein Level Cap. Wenn das halt eben so mit stimmt, dann bedeutet es, dass egal mit welchem jeweiligen Level wir gegen irgendeinen Arenaleiter oder auch sogar gegen einen normalen Trainer mit gehen, dass dieser dann dementsprechend auch auf dem jeweiligen Level sein soll. Wir werden es mitsehen. Die Challenge gilt als gewonnen, wenn wir den letzten Trainer, in diesem Fall Trainer Rot, auf den Silberberg mit besiegen. Die Challenge ist verloren, wenn wir irgendwo zuvor K.O. mitgegangen sind. Nun wurde aber genug gelabert, jetzt wird es Zeit, in die Challenge mit hineinzugehen.